Ja, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen... zu einem neuen Let's Demo. Und zwar von Dirt Showdown. Und zwar, ja, kein Plan. Nein, wie gesagt, ein Spiel, was ich mir jetzt auch demnächst eigentlich kaufen wollte, wenn es nicht zurzeit ein bisschen zu teuer ist. Und ohne... Direkt auf der Strecke in einem Profi-Event. Okay, wir fangen direkt mit einem Pro an. Dann gehen wir in ein Pro-Rennen rein. Sonst ging's nach San Francisco. Das ist immer eine gute Wahl. Jo. San Francisco, demoliere deine Gegner online. Sende einem Freund nach diesem Event eine Challenge um ein Online-Demolution. Okay, welches nehmen wir denn? Das ist auf B, das ist auf... Wir nehmen den hier. Ah, ich komme ja auch noch irgendwann zum Fahren oder so, ne? Dann nehmen wir... den. Dalek Folger! Ja, genau. Ein Spiel übrigens, was dieses... Ja... dieses Jahr rauskam. Eine, glaube, Fortsetzung von normalen Dirt? Wenn ich mich nicht ganz täusche, glaube ich ja. Ich habe niemals Dirt gespielt an sich. 2, 1, los! Diese Strecke ist gespickt mit engen Kurven, Sprüngen und Kreuzungen. Machen wir uns also auf ein Spektakel gefasst. Ja! Da, oh, und das, oh, ich hätte irgendwie die Grafiken bisschen runterschrauben können. Ich habe jetzt ganz leichte ja, Einbrüche, finde ich. Wenn das zu schlimm wird, werde ich das gleich ändern. Ach, lenk da lang. Wegen dem Controller. Ich muss mir noch einen neuen Controller aushalten. Oh, das, ich hätte bremsen sollen. Also von der Grafik her ist es schon mal geil. Auch wenn mein PC es nicht ganz mag, aber von der Grafik her ist es schon mal... Es ist schon mal sehr episch. Ein Spiel, was zeigt, was Grafik heißt im Bereich Rennspiel. Weil an sich ist es ja ein Rennspiel, wenn auch mit Demolierungen und allen möglichen Pipapo. Weil man kann nämlich auch, wenn man es schafft, die Fahrzeuge rammen. Es gibt nämlich auch verschiedene ja, Spielmodis. Nicht nur normale Rennen, sondern auch Domination. Dann auf der Rampe irgendwas. Plus auch Transporte und Snake and Flag. Ja, ich habe mich ein bisschen informiert und an sich gibt es schon sehr viel. Und ach, du hast mich halbwegs demoliert. Yes, Mensch. Soweit es geht, werde ich auch versuchen, alle Rennen zu fahren. Oh Mann, du hast die Latte heute echt hochgelegt. Warum schickst du dein Ergebnis nicht als Challenge an deine Freunde? Kein Plan, weil er meinen Namen hier oben nicht anzeigt. Der hat mir meinen Namen nicht angezeigt. Was ist das? Das habe ich denn da falsch gemacht. Yay! Klar, in der Demo gibt es keine Bestenliste. Ja, ein bisschen krank. Bam, bam, bam! Ja, man kann hier auch Geld gewinnen. Da kann man zum Beispiel auch upgraden und allem möglichen. Stopp, stopp, nein! Okay, wir sehen uns gleich wieder, weil irgendwie zeigt er mir hier gerade das Ende davon. Eigentlich wollte ich nämlich noch eine anderen Games anzocken. So will ich das... Ach, gut. Gucken wir mal. Joywild geht nicht. Showdown hatten wir jetzt das. Gut, dann gehen wir da raus und gucken mal.
So, Challenges. Okay. Suppi, jetzt seht ihr auch noch mein... Das war nicht so geplant. PS, ja, die sehen mich nicht online, das ist richtig. Gut, das bringt uns auch nicht weiter. Ja, das war's scheinbar wohl schon. Leider dieses Mal, wie es aussieht, eine kurze Demo. Schade eigentlich. Aber für eine kleine Demo, ja, Dirt Showdown selbst zeigt sich leider nur von kleinen Demo. Warum auch immer, ich finde es selbst ein bisschen schade, weil dieses Mal wird es nur an diesem Samstag leider nur kurz Demo geben. Kann man nichts machen. Jedenfalls mein Fazit von diesem Spiel. Es ist geil, es ist krass von der Aufmachung. Ja, es ist einfach nur krass von der Grafik her, vom Stil her. Es gibt, wie gesagt, noch sehr viele mehrere Spielmodis, die man einfach an sich zocken kann. Nicht nur jetzt dieses Rennen, wie ich es ja schon im Rennen selber gerade sagte. Also das Spiel ist es schon wert zu kaufen. Währenddessen jetzt hier die Demo kommt, kostet es noch, wenn ich jetzt mal kurz eben drauf zugreifen kann. Das könnt ihr ganz kurz gucken, das zeige ich euch mal. So, Moment, wir müssen nur kurz mal eben dahin. Es dauert jetzt natürlich, bis ich da hingekommen bin. Dort. Da unten. Da. Zurzeit noch. Ein bisschen größer, bitte. Ich habe ja nämlich mal gedacht, ich will euch jetzt demnächst das mal ein bisschen zeigen. Zurzeit kostet es noch 39,99 €. Es gibt noch ein Destroy Your Friends Pack. Man kann es sich noch kaufen. Enthält nämlich zwei Kopien von der Showdown verschenken, wo man das nochmal extra für jemand anderes kaufen kann und alles. Ist aber jetzt nicht so von Nutzen, falls es sogar schon Leute gibt, die dieses Spiel zocken. Wie es bei mir wohl der Fall war, sonst hätte ich einiges nicht auswählen können. Deswegen sage ich aber jetzt auch erstmal nach diesem Fazit von wegen, man sollte dieses Spiel kaufen. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Und ciao.